Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen AMC-Update. Ja, heute am Donnerstag, wir sind ja alle schon gespannt, wie es morgen wird, aber heute dreht sich erstmal alles um den Donnerstag. Und gerade liegt der Kurs bei einem Wert von 44,99 Euro. Ich schaue gerade nochmal bei Trade Republic nach und da liegt er bei 44,95 Euro, also auch natürlich sehr volatil. Ja, heute plus minus null bislang. Also die Börse hat ja auch noch nicht so extrem lange auf. Wir können hier mal gucken, wo es gestartet ist. Hier bei 44,79 Euro und dann so um die 45 Euro, kurz mal auf 46 hoch, dann wieder zurück. Also alles so rund um die ja, 45 Euro. Jetzt auch die 45 Euro gerade wieder erreicht. Ja, aber nichtsdestotrotz auf Wochenansicht immer noch ein Plus von 6,63% oder 2,80 Euro und auf Monatssicht ein Plus von 316% oder 34,17 Euro. Ja, es gibt, also hier sehen wir erstmal den Kurs, den ich ja gerade auch schon gesagt habe, so bei 45 Euro entspricht circa 54,89 Dollar und wir sehen, die New Yorker Börse gestern geschlossen bei 55,18 Dollar, also ein wenig darüber. Das Volumen ist etwas zurückgegangen, 164 Millionen 813.000 jetzt nur noch quasi. Und ja, in 4 Stunden, in guten 4 Stunden geht's los. Da öffnen die US-Börsen und da erkennt man ja eigentlich immer ganz gut die Richtung, in der sich die Aktie dann im restlichen Tag bewegen wird. Hier sehen wir die wichtige Zahl. Gucken wir uns nochmal hier an. Die verfügbaren Optionen ein wenig gestiegen von 2,3 Millionen auf 2,4 Millionen hoch mit 1,7%. Und ja, wie gesagt, morgen hier 426.740. Die entscheidende Zahl und wir sind alle sehr gespannt, wie es morgen aussieht. Vor allen Dingen aber dann, wie es natürlich Montag aussieht, weil das ja dann Auswirkungen haben wird, weil diese Aktien, also weil diese Dingens zurückgekauft werden müssen. Ja, gucken wir uns erstmal an, wie der Floor hier aussieht bei AMC Floor for Apes und da ist es auch ein wenig gestiegen auf 2.487 Dollar. Ein mögliches Kursziel. Ist natürlich spannend, wenn es soweit kommt. Ich denke mal, morgen und vor allen Dingen Montag erkennt man dann ja, in welche Richtung es gehen wird. Und ja, dann sehen wir auf jeden Fall weiter, ob dieser Wert jemals erreicht wird. Bei Swaggy Stocks, also die, die das Kommentarvolumen von Wall Street Bets angeben, sehen wir auch, dass AMC hier wieder ganz stabil auf dem dritten Platz ist. Ja, mit einem Kommentarvolumen von 9,27%. 301 davon sind positiv gestimmt und 44 sind negativ gestimmt. Aber jetzt kommen wir erstmal zu, also was ist in der Welt passiert rund um AMC und so. Und zwar hat Elon Musk einen neuen Tweet rausgehauen. Hier vor 10 Stunden sehen wir es. Und ja, er schreibt: Let's just skip original video games and movies and go straight to the sequel. Und ja, sobald Elon Musk irgendwas twittert, kommt ja jeder gefühlt mit seinen Verschwörungstheorien. Und es sieht ganz stark danach aus, dass er mit Original Video Games und Movies natürlich GameStop und AMC meint und geht direkt zur Fortsetzung. Also ja, man muss schon viel interpretieren. Auf jeden Fall verrückt. Viele mögen Elon Musk nicht. Ich finde ihn eigentlich super, aber ja, das ist natürlich auch Ansichtssache. Aber hier gibt es auf jeden Fall auch ein Update von ihm mal wieder nach etwas längerer Zeit. Und ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass er AMC und GameStop meint, aber natürlich kann man es nicht wissen. Also ja, ist bei ihm natürlich so eine Sache. Ja, schauen wir dann auf Ortex. Die haben auch was zu AMC gepostet und zwar
dass hier Shortseller seit dem Freitag letzter Woche über 1,1 Milliarden Dollar in AMC verloren haben. Und das muss man sich mal überlegen. 1,1 Milliarden Dollar, das sind also 3 bis 4 Handelstage, in denen einfach so unfassbare Summen verloren wurden. Ja, ist natürlich auch extrem. Und ja, den ein oder anderen Reddit-User wird es natürlich freuen. Aber ich bewerte das hier mal ganz objektiv und kommentiere das nicht weiter. Ja, dann gibt es hier noch einen Artikel, den ich gefunden habe, und zwar: Meme-Aktienkurse spiegeln die Nachfrage möglicherweise nicht richtig wider, sagt die New Yorker Aktienpräsidentin, also die Präsidentin von der New Yorker hier Stock Exchange. Und hier wird geschrieben, die sogenannten Kurse von oder die Kurse von sogenannten Meme-Stocks könnten verzerrt sein, weil die Mehrheit der Geschäfte in diesen Namen außerhalb der öffentlichen Börsen ausgeführt werden, an denen die Aktienkursbildung stattfindet, sagte die Chefin der New Yorker Börse am Mittwoch, also gestern. Meme-Aktien, die oft als niedrigpreisige, stark leer verkaufte Aktien beginnen, hinter denen Benutzer von Online-Foren wie Reddits Wall Street Bets hinter sich haben, gehören zu den am stärksten gehandelten und volatilsten Aktien. Und Aktien von Unternehmen wie beispielsweise GameStop und AMC sind in diesem Jahr in die Höhe geschnellt, wobei GameStop allein im Januar um mehr als 1600% gestiegen ist, was zu Handelsstopps bei einigen Brokern geführt hat. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie die das kommentieren. Ist natürlich immer so eine Sache, ne, wie man das bewertet. Letztlich, weiterhin sagt sie, bei einigen der Meme-Aktien, die wir gesehen haben, oder bei Aktien mit einer hohen Beteiligung des Einzelhandels quasi, kann die überwiegende Mehrheit des Auftragsflusses außerhalb der Börsen gehandelt werden, was problematisch ist, sagte Stacey Cunningham, Präsidentin von der New Yorker Stock Exchange. Und weiterhin steht hier unten dann noch, also hier, die Überprüfung wird auch untersuchen, ob der außerbörsliche Handel, der etwa 50% des Marktes ausmacht, ja, den Preisfindungsmechanismus quasi für Aktien verzerrt, sagte Gensler, der eben Mitglied der SEC ist. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was dann vielleicht noch, ja, passieren wird, was da auf uns zukommt. Und wir können auf jeden Fall gespannt sein. Dann auch mal wieder einen deutschen Artikel von der Aktionär. Ich werde euch beide Artikel natürlich auch unten in der Infobox verlinken. Könnt ihr gerne auch nochmal vorbeischauen. Ja, die schreiben eben zu AMC, dass sie einen bedeutsamen Wettbewerbsvorteil hätten und sagen eben dazu, die Aktie von AMC gehört zu den Lieblingswetten der Reddit-Trader. Das Papier legte seit Jahresanfang in der Spitze fast 300% zu. Und natürlich hat diese Rallye nichts mit den fundamentalen Aussichten des Kinobetreibers zu tun. Und dennoch dürfte das Unternehmen gestärkt aus diesem Meme-Hype hervorgehen. Das glaubt jedenfalls Luke Ellis, CEO der Investmentgesellschaft Man Group. Er sagte, ich denke, es wird wirklich interessant, wenn Unternehmen, die sonst fundamental unbegründeten Aktienkurse ausnutzen, um neue Aktien herauszugeben. Und ich denke, wir werden einen radikalen Wandel in der Kinobranche erleben, weil eine der großen Kinoketten, natürlich ist AMC gemeint, in der Lage ist, das Pumpen der Aktien auf Wall Street Bets zum Zwecke einer Kapitalerhöhung auszunutzen. Das würde dem Unternehmen dann natürlich einen bedeutsamen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz bringen. Und natürlich, in der Tat, war es eben so, dass AMC bereits mehrere Kapitalerhöhungen in diesem Jahr durchgeführt hat.
Die letzte schloss der Konzern ja im Juni jetzt erfolgreich ab. Dabei wurden insgesamt 11,6 Millionen neue Aktien zu einem Durchschnittspreis von 50,85 Dollar herausgegeben. Und das brachte AMC rund 588 Millionen Dollar an neuem Kapital rein. Ja, es ist auf jeden Fall echt super spannend, auch immer zu beobachten, dass der Kurs so hoch ist. Ich meine, noch vor einem Monat haben wir uns den Kurs angeschaut und immer so bei 9, 10, 11 Euro gesehen. Und jetzt einfach sowas zu sehen, ist wirklich der Wahnsinn. Ja, ansonsten, das war es auch eigentlich schon mit dem Video, mit den Neuigkeiten, die es so gibt. Elon Musk twittert wieder, aber bislang hat man davon jetzt keine Auswirkungen auf den Kurs gesehen. Mal schauen, was heute um 15:30 Uhr passiert. Hier, wann geht's los? In 3 Stunden 52. Da sind wir auf jeden Fall alle gespannt. Und morgen wird dann nochmal richtig spannend. Ja, abonniert gerne diesen Kanal, falls ihr mögt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich versuche hier täglich neue Videos hochzuladen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr genießt das Wetter ein bisschen. Und wir hören uns dann beim nächsten Video. Bis dann.